zwar wollen wir jetzt ab den nächsten 3-4 Tagen, wollen wir durch Deutschland touren. Einmal vom oben bis unten, durchquer durch Deutschland hin und her. Und wir fangen wahrscheinlich in Berlin an. Allerdings machen wir das Ganze nur einen Monat, also so im September, weil wir dann Ende September wieder ein Seminar haben. Das heißt, wir müssen halt gucken, wir werden jetzt nicht so viele Orte machen können, einfach weil es zeitlich nicht passt. Aber was wir halt machen wollen ist, wenn wir irgendwo in den Städten sind, euch treffen, kurzfristig irgendwie mal ein Meetup machen oder wenn jemand auch Einzelzeit hat, dass man sich mal trifft auf einen Kaffee. Wenn wir Unterkünfte brauchen und ihr uns irgendwie was zur Verfügung stellen könnt, wäre natürlich auch mega cool, dann könnten wir uns so treffen. So haben wir gedacht, wäre es cool, einfach den einen oder anderen von euch zu sehen. Genau, die Meetups werden wahrscheinlich sehr, sehr spontan stattfinden. Wir werden wahrscheinlich sagen, hey, wir sind gerade in Berlin, wir sind im Café so und so. Wer Lust hat, kommt dazu. Also so hatten wir uns das überlegt. Unsere Vorträge müssen wir sagen dazu, was wir ja auch eigentlich geplant hatten, das haben wir jetzt erstmal auf Eis gelegt. Das ist einfach so ein organisatorischer Akt. Ja, und deswegen nutzen wir halt jetzt die Chance, mit euch in Kontakt zu kommen. Und auch, wir treffen jetzt ein paar ganz liebe Freunde, die wir einmal auf Weltreise kennengelernt haben oder vorher schon kannten, und YouTuber, die wir nur online kennengelernt haben bisher. Wir werden dort auch ein bisschen uns vernetzen und in echt in live kennenlernen. Und wir werden natürlich die Kamera mitnehmen und euch alles zeigen und euch auch einige Leute vorstellen, was wahrscheinlich super spannend wird. Wenn ihr sagt, hey, wir sind auch irgendwie Blogger oder YouTuber oder was weiß ich was und es passt irgendwie und ihr seid ja gerade in Berlin, hey, kommt doch mal vorbei. Dann lasst uns einfach spontan schreiben, schreibt uns gerne eine Mail oder schreibt uns bei Facebook. Am besten einfach, wollte ich gerade sagen, Facebook oder Instagram, da sind wir am schnellsten zu erreichen. Genau. Und wahrscheinlich werden wir euch auch mehr über Instagram und Facebook oder Snapchat auch informieren, wenn wir irgendwie ein Meetup oder irgendwas machen, weil es einfach schneller ist. Kriegt ihr alles live mit, dann können wir uns auch für kurzfristig verabreden. Genau, das ist super wichtig auf jeden Fall, weil wie gesagt, die Videos werden wir nicht aktuell schaffen. Wir haben jetzt so viel vor und danach, nach diesem Monat, werden wir dann eine Woche auf einem Seminar sein in der Schweiz. Davon gibt es auch noch weitere Infos. Ihr könnt aber auch schon gerne mal unten in der Infobox einen Link auschecken. Das nennt sich nämlich secretgiants.org. Da werden wir mitmachen. Wenn ihr Lust habt, daran mit teilzunehmen, checkt es aus. Ansonsten, nach der Woche Schweiz sind wir wahrscheinlich in Südtirol. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich in Südtirol. Danach ist eigentlich auch schon... Ah, dann kommt... Genau, dann haben wir... Einen Vortrag haben wir nämlich dann nochmal in Frankfurt. Am 18. ist es, oder wann ist es? 16. 16. Oktober in Frankfurt. Robert Gladitz interviewt uns und noch ein anderes Pärchen. Ja, über was wir halt, wie wir unsere Reise gemacht haben. Und da werden wir eigentlich auch, glaube ich, vieles erzählen, was wir so auf unseren Vorträgen erzählen, unsere Erfahrungen von Anfang bis Ende und so unser Mindset, der dahinter steht und vielleicht auch ein bisschen, wie wir mit YouTube angefangen haben. Und es wird richtig geil, weil das ist eine ganz, ganz kleine Location, ein super süßes Lokal, das nennt sich Suppenglück. Wenn ihr da noch nicht wart, geht da auch unbedingt essen, weil es richtig lecker ist. Aber auf jeden Fall wird es dort stattfinden. Ich glaube, an einem Abend ist es, ne? Und ich glaube, es geht von 12 bis 18 Uhr. Ah ja, okay. Ja. Checkt es aus, auch in der Infobox, dann kriegt ihr die genauen Informationen und kommt auf jeden Fall vorbei, dann freuen wir uns auch dort auf euch. Also er wird uns interviewen und danach könnt ihr alle nochmal Fragen stellen, live, was ihr wollt. Und in der Pause können wir dann auch reden und das ist auch nochmal ein cooler Punkt, um zu connecten vielleicht. Danach wird unsere Reise weitergehen. Also wir werden weiterreisen. Ich kann noch nicht genau sagen, wohin. Wir haben immer wieder ganz klare Ideen und wahrscheinlich werden wir auch erstmal unabhängig voneinander reisen für einen Monat. Genau, also ich meine, wir sind ja immer 24 Stunden zusammen und wir haben jetzt gesagt, hey, jeder braucht immer seine Zeit für sich. Sandy will sowieso eine Yoga-Ausbildung machen. Genau, ich hoffe, dass ich das hinkriege. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das... Müssen wir mal schauen, aber da wären wir ja dann so, hätten wir eh nicht so viel Zeit füreinander. Dann schauen wir einfach mal, wie es... Und danach... soll es dann zu dem Ort gehen, wo wir dann ein halbes Jahr bleiben wollen und wo wir dann auch unser Baby bekommen wollen. Und das alles verraten wir dann aber im Laufe der Zeit. Und es wird eine ganz spannende Zeit für uns alle, glaube ich. Für euch, für uns, für die Familien. Und wir freuen uns mega, mit euch diese coole Zeit jetzt teilen zu dürfen. Und vielleicht auch dann nochmal so irgendwie von euch Tipps zu kriegen oder umgekehrt. Okay, ich glaube, wir überfordern euch gerade mit den ganzen Infos. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang.
wir sehen uns bald, würde ich einfach sagen. Genau. Und ihr erfahrt mehr von uns. Bis bald. Ciao. Ciao.